Ist dieser Freitag der 13. ein schwarzer Tag für den HSV? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen. Mein Name ist Achim Leoni und in der Tiefe des Raumes unserer Redaktion begrüße ich meinen Kollegen, den HSV-Checker Henrik Jacobs. Moin Henrik. Moin Achim, starke Begrüßung fürs erste Mal. Gefällt mir gut und Grüße in die andere Tiefe des Raumes. Ja Henrik, du hast es letzte Woche gesagt, über den HSV gibt es immer was zu besprechen, auch wenn eigentlich spielfrei ist. Und damit sind wir direkt bei unserem Thema der Woche. Henrik, der HSV hat heute Zahlen vorgelegt. Und man muss sagen, es sind leider wieder rote Zahlen. Das Geschäftsjahr wurde zum 10. Mal in Folge mit einem Minus abgeschlossen. Du hast dir die Zahlen angeschaut, du hast mit Experten gesprochen, du hast mit dem HSV-Finanzvorstand gesprochen. Wie schätzt du diese Zahlen ein? Ja, ich musste mit Experten sprechen, weil ich selbst kein Experte bin. Ich schreibe lieber über Fußball, aber ab und zu müssen wir auch über Finanzen berichten. Und entsprechend habe ich mich ein bisschen erkundigt. Also man sieht ja die nackten Zahlen und sieht, dass der HSV jetzt zum 10. Mal in Folge ein Minus erwirtschaftet hat. Das ist, denke ich, eine historische Leistung, muss man erstmal schaffen. Allerdings Corona-bedingt, das sieht, glaube ich, jeder, schlägt die Pandemie auch auf den, auf das Ergebnis des HSV. Jetzt in diesem Geschäftsjahr sind es 6,7 Millionen Minus. Und ohne Pandemie, das sagt zumindest der HSV, hätte man eine schwarze Null erwirtschaftet, endlich mal wieder. Das hat jetzt nicht geklappt. Frank Wettstein sagt im Prinzip, dass es gar nicht so entscheidend ist, wie jetzt der Jahresfehlbetrag ausfällt, sondern da gibt es dann andere Zahlen, die wichtig sind, zum Beispiel die Finanzschulden. Die wurden deutlich abgebaut, trotz Pandemie. Das Eigenkapital ist immer noch stark, wobei das ja auch geschmolzen ist. Das sieht man natürlich auch durch den Jahresfehlbetrag um knapp 7 Millionen gesunken. Das ist, denke ich, die wichtige Zahl, auf die man in Zukunft jetzt noch verstärkt gucken muss. Denn die Pandemie geht ja weiter und von daher wird mit Sicherheit auch das jetzt laufende Geschäftsjahr wieder mit einem Verlust enden. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, du hast es gerade gesagt. Muss man sich nicht trotzdem Sorgen machen um den HSV? Ich meine, 10 Jahre rote Zahlen, wie lange kann das noch gut gehen? Ja, das fragt man sich jedes Jahr wieder und jedes Jahr aufs Neue kommt ein Minus dazu. Wie gesagt, das Eigenkapital ist immer noch relativ hoch, also bei 35 Millionen Euro. Man hat ja auch das Stadion noch als Eigentümer. Von daher hat man da noch wirtschaftliches Potenzial in der Hinterhand. Jetzt gibt es ja auch noch den Deal mit der Stadt. Der ist jetzt noch nicht durch die Bürgerschaft durch, aber der HSV kann damit rechnen, dass das Geld dann im kommenden Jahr fließt. Dann kommen nochmal 23 Millionen dazu. Die sind natürlich für die Sanierung des Stadions gedacht. Aber man weiß natürlich nicht, wie lange jetzt diese Pandemie noch anhält, wie lange jetzt HSV ohne Zuschauereinnahmen auskommen muss. Von daher vielleicht auch irgendwann doch die Not, dann auch an dieses Geld ranzugehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch andere Möglichkeiten versucht werden, vorher auszuschöpfen. Da gibt es ja nochmal, oder gibt es die Diskussion um die Anteile, um die Rechtsform, die im Hintergrund ja schon jetzt seit einiger Zeit läuft. Und mit dem Stichwort sind wir direkt bei unserer Frage der Woche. Ja, die Frage der Woche kommt von unserem User Weltmeister. Und er fragt, wann schenkt man den HSV-Mitgliedern in puncto zusätzliche Anteilsverkäufe endlich reinen Wein ein? Die Diskussion gibt es ja seit Jahren. Der HSV hält im Moment 75,1% an der Fußball AG. Es bräuchte eine Dreiviertelmehrheit und eine Satzungsänderung, um daran etwas zu verändern. Wird das kommen? Muss das vielleicht sogar kommen? Ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie sich jetzt die Pandemie weiterentwickelt. Aber ich denke, im Hintergrund, wie du schon gesagt hast, wird das Thema schon lange diskutiert. Die Mitglieder, glaube ich, ahnen schon, was da möglicherweise bald auf sie zukommt, auf der nächsten Mitgliederversammlung, die ja eigentlich im Januar stattfinden sollte. Das wird mit Sicherheit nicht klappen. Man weiß auch noch gar nicht, ob im kommenden Jahr überhaupt eine Mitgliederversammlung stattfinden kann, ob sie vielleicht digital stattfindet. Ich denke, dass Marcel Janssen mit seinem Präsidium als e.V. sich jetzt schon im Hintergrund darauf vorbereitet, möglicherweise, wenn es sich andeutet, dass der HSV noch über die Saison hinaus ohne die normalen Zuschauereinnahmen auskommen muss, dass man da die Mitglieder darauf vorbereiten wird und möglicherweise dieses Thema dann auch bei der Mitgliederversammlung auf den Tisch bringen wird, dass nicht nur mehr als 24,9% Anteile verkauft werden, sondern dass man auch versucht, die Rechtsform zur Abstimmung zu stellen, dass man versucht, aus der AG eine KGAA zu machen
um dann perspektivisch die Möglichkeit zu haben, noch mehr Anteile zu verkaufen, ohne auch die, ja, die Mehrheit als e.V. zu verlieren. Glaubst du, dass eine solche Umwandlung in eine KGaA bei den Fans und bei den Mitgliedern vor allem mehrheitsfähig wäre? Das kommt natürlich darauf an, wie man das Thema moderiert und dann auch erklärt. Also ich habe auch mit einem Experten gesprochen, der hat relativ einfach mir erklärt, dass das schon ein großer Vorteil wäre für den HSV. Und ich glaube, entscheidend ist ja, dass man den Mitgliedern erklärt, dass jetzt keine Investoren die Macht übernehmen, sondern dass der e.V. immer noch die Mehrheit behält, um die strategischen Entscheidungen dann auch zu lenken. Und trotzdem man in der Lage ist, mehr Kapital aufzunehmen. Und da wäre die KGaA auf jeden Fall das richtige Modell. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar zur nächsten Mitgliederversammlung schon ein Thema wird, ja. Der größte Anteilseigner an der HSV Fußball AG ist ja, also Minderheitsaktionär, muss man sagen, ist Klaus-Michael Kühne. Ich glaube, er hält 20,6% der Anteile. Und bis Ende vergangener Saison hat er auch den Stadionnamen des HSV gesponsert. Seitdem hat das HSV-Stadion eigentlich offiziell gar keinen Namen mehr, wenn ich es richtig weiß. Rechnest du damit, dass es da bald einen neuen Sponsor geben wird? Aktuell ist davon nichts zu hören und Klaus-Michael Kühne hält sich auch bedeckt. Marcel Janssen hatte jetzt gerade in der Sportbild bekannt gegeben, dass es im Januar ein Gespräch geben soll und dann auch nochmal möglicherweise über den Stadionnamen, über die Vermarktung des Stadionnamens gesprochen werden wird. Viel wichtiger ist natürlich dann perspektivisch, ob jetzt Michael Kühne auch gewillt ist, noch weitere Anteile zu erwerben. Wie ich jetzt allerdings gehört habe, geht man beim HSV nicht davon aus und hat auch gar nicht unbedingt die Absicht, jetzt nur Anteile weiter an Herrn Kühne zu verkaufen, sondern da die Investoren auch auf breitere Beine zu stellen. Und das ist ja auch eigentlich das, was Klaus-Michael Kühne immer will. Die Frage ist nur, findet dann der HSV dann auch die entsprechenden Interessenten, die ja diesen Weg dann auch mitgehen? Jetzt haben wir sehr viel über Zahlen gesprochen. Vielleicht reden wir zum Abschluss noch ein bisschen auch über den Sport. Und damit sind wir beim Wochenende. Ja, normalerweise blicken wir an dieser Stelle immer auf das nächste Spiel voraus. Aber das nächste Spiel ist erst am Sonntag kommender Woche gegen den VfL Bochum. Und deswegen wollen wir ausnahmsweise an der Stelle mal zurückblicken, und zwar auf den gestrigen Donnerstag. Da gab es ein Testspiel gegen Viborg. Du warst einer der wenigen, die es wirklich live vor Ort sehen konnten. Es ging mit 1-3 verloren. Welche Erkenntnisse hast du mitgenommen? Ja, gute Frage. Wenig Erkenntnisse, beziehungsweise die Erkenntnisse, die auch Daniel Thun gestern relativ genervt dann formuliert hat, nämlich, dass die aktuellen Reservisten sich nicht gerade aufdrängen für die Startelf. Also es gab ja einige Spieler, die zuletzt kaum Spielzeit bekommen haben, die gestern mal über 90 Minuten ran durften. David Kinsombi zum Beispiel, Gideon Jung, Bobby Wood oder auch Lukas Hinterseher. Und eigentlich bei allen potenziellen Stammspielern, die sie ja gerne wären, hat man überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt in irgendeiner Form aufdrängen wollen. Also es gab natürlich ein paar junge Spieler, die auch eine Chance bekommen haben. Jetzt wie Xavier Amici, Jonas David, der natürlich dann auch ein bisschen unglücklich aussah wieder. Aber da ist zumindest irgendwie ein Wille zu erkennen, etwas zu zeigen. Bei Amici war das auch durchaus zu erkennen. Bei den zuvor genannten Spielern nicht. Erst als dann später Uwe Chica Heil und Moritz Quarteng aus der U21 reinkamen, da hat man nochmal so einen frischen Wind gespürt. Da hat man wirklich erkannt, was man in einem Testspiel auch zeigen kann. Das, was die anderen genannten Spieler gezeigt haben, war doch wirklich enttäuschend. Und das hat Daniel Thun auch gestern deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist eine Entwicklung, die man mit Sorge beobachten muss und die vielleicht einen dazu zwingt, dann in der Winterpause nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Immerhin hat der HSV jetzt auch gerade in den vergangenen Spielen auch von der Tiefe des Kaders doch sehr stark gelebt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also Testspiele sind ja erfahrungsgemäß oder traditionell beim HSV selten sonderlich gut. Kann man immer dann darüber streiten, ob das jetzt den großen Wert hat. Manche sagen, ja, da ist was zu erkennen. Manche sagen, das soll man nicht überbewerten. Natürlich kann man was erkennen und man erkennt auf jeden Fall, dass einige Spieler zurzeit unzufrieden sind. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass in der Winterpause Spieler wie Lukas Hinterseher oder auch Gideon Jung, vielleicht Jonas David auch mit einer Leihe oder Amici versuchen werden, nochmal woanders ihr Glück zu versuchen. Ob man dann groß noch etwas dazu holt, wird man sehen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die finanzielle Lage aussieht, auch wie es mit Verletzten weitergeht. Aber da sind jetzt, stand jetzt keine großen Transfers zu erwarten.
Du hast gerade die beiden U21-Spieler angesprochen, die gestern eine Chance bekommen haben, Moritz Kvateng und Ogechika Heil. Kannst du dir vorstellen, dass einer von den beiden zumindest auf der Bank sitzen wird dann im Spiel gegen Bochum? Ja, warum nicht? Also je nachdem, wie jetzt auch die weiteren Trainingseindrücke aussehen werden, die Daniel Thune sich dann einholt. Also Moritz Kvateng habe ich schon oft gesehen in der U21. Interessanter Spieler, gute Technik, gute Anlagen auf jeden Fall, vom Charakter her. Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, der ja, will ein bisschen zu viel sich präsentieren und zeigen, was er technisch drauf hat. Das ist dann auch immer nicht das, was die Trainer mögen. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade dass der vielleicht in den kommenden Wochen mal auch eine Chance im Kader erhält, auf jeden Fall. Warum nicht? Bei mir sind jetzt hier im Hintergrund schon die Lichter ausgegangen, hast du vielleicht gemerkt. Ich habe trotzdem noch eine Frage, und zwar ist ja so, dass einige HSV-Spieler durchaus aktiv sind, auch an diesem Wochenende. Wir haben allein 3 U21-Nationalspieler, die der HSV stellt. Das gab es auch, glaube ich, schon länger nicht mehr. Wem von den 3 traust du denn vielleicht eines Tages mal sogar den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu? Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir reden hier von Stefan Ambrosius, Joscha Wagnermann und Manuel Winsheimer. Boah, Blick in die Glaskugel. Also ehrlich gesagt kann ich es mir bei allen 3 schwer vorstellen. Das war ja jetzt auch dadurch, dass sehr viele U21-Spieler jetzt auch sich bei der Nationalmannschaft zeigen durften, eher die ja, B-U21. Manuel Winsheimer hat auf jeden Fall seine Chance genutzt, ist vom Potenzial her für mich aber kein A-Nationalspieler. Stefan Ambrosius auch nicht, vielleicht am ehesten noch Joscha Wagnermann, dadurch, dass er einfach extrem gute Anlagen hat, was seine Physis angeht, mit seiner Geschwindigkeit, wenn er noch ein bisschen an seiner Technik arbeitet und an seinem taktischen Verhalten. Warum nicht, dass er eines Tages vielleicht mal eine Chance bekommt, dass jetzt einer von denen irgendwann mal eine Stammkraft in der Nationalmannschaft wird, würde ich jetzt eher mal als gering einschätzen, die Chance. Henrik, dann sage ich vielen Dank. Das war eine aufregende Premiere für mich hier bei HSV-Check. Ich denke, hast du gut gemeistert, ja. Sehr gut. Vielen Dank. Wir wiederholen das dann bei Gelegenheit. Nächsten Freitag gibt es den nächsten HSV-Check. Dann blicken wir voraus auf das Spiel gegen den VfL Bochum. Bist du dann wieder dabei? Ja, wenn ich darf und eingeladen werde, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. An mir wird es auf keinen Fall scheitern. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.